Als Freiwillige im Roten Kreuz gibt es die verschiedensten Möglichkeiten mitzuhelfen. Angefangen vom Blutspendenbeauftragten über den Callcenter-Mitarbeiter bis hin zum Krankentransport. Es ist für jeden, der helfen will, etwas dabei. Knapp 16.000 Freiwillige sind beim Oberösterreichischen Roten Kreuz tätig. Frauen und Männer, die einen Teil ihrer Freizeit der Mitmenschlichkeit widmen. Die Voraussetzungen sind, egal in welcher Sparte, ein 16-Stunden-Erste-Hilfe-Kurs. Und ich kann fast sagen, also wenn man in der Verwaltung mitarbeitet, dann kann man eigentlich gleich einsteigen und den nachholen. Aber 16-Stunden-Erste-Hilfe-Kurs ist die Grundvoraussetzung. Und dann je nachdem, was man macht, also muss man dann also die entsprechende Weiterbildung dann besuchen und absolvieren. Ab dem 8. Lebensjahr kann man sich beim Roten Kreuz engagieren. Doch warum sollte man sich dazu entscheiden? Warum sollte man mitmachen? Einerseits hilft es uns, dass wir die gesamten Leistungen, die Palette anbieten können und dass wir der Bevölkerung helfen können. Auf der anderen Seite profitiert aber der Mitarbeiter selbst sehr stark daraus. Nicht monetär, weil wir sind ja alle freiwillig, sondern die Feedbacks, die wir bekommen von den Menschen, denen wir helfen, die sind einfach nicht mit Geld aufzuheben. Also das ist eine wunderbare Tätigkeit. Und was ganz besonders ist auch, die Gemeinschaft im Roten Kreuz, das ist wirklich extrem super. Und ich würde es jedem empfehlen, der ein bisschen soziale Ader hat, der soll zu uns kommen. Die wohl bekannteste Sparte, in der man mithelfen kann, ist der Rettungs- und Krankentransport. Weitere Bereiche sind der Gesundheits- und Sozialdienst, Besuchsdienst, Katastrophendienst, Blutspendedienst, das Callcenter und noch viele mehr. Es gibt aber auch das Jugendrotkreuz. Es setzt sich seit mehr als 60 Jahren für Kinder und Jugendliche mit Erste-Hilfe-Programmen, Radfahrprüfungen oder den Jugendrotkreuz-Zeitschriften ein. Jugendgruppen in ganz Oberösterreich ermöglichen Schülern nach der Schule eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung mit spannenden Projekten und gemeinsamen Aktivitäten. Wieso bist du beim Roten Kreuz? Weil es mir einfach Spaß macht, Leute zu helfen, vor allem auch der Jugend, die Kinder eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung zu bieten. Und einfach auch der Freundeskreis sind alle dabei und damit verbringt man seine Freizeit gemeinsam bei einem Dienst zum Beispiel. Ich habe mit 12 Jahren beim Jugendrotkreuz schon angefangen und bin einfach ins Rote Kreuz reingewachsen. Es war für mich immer wichtig, dass ich helfe und dass ich für andere Leute was tue. Und das kriege ich tausendfach zurück. Ich bin jetzt schon seit über 5,5 Jahren beim Roten Kreuz und ich gehe irrsinnig gern her, weil ich mich gern sozial engagiere, ich gern mich für Leute einsetze und Leuten gerne hilf. Naja, jeder erwartet Hilfe, wenn es einem schlecht geht und wenn es mir schlecht geht, bin ich auch froh, wenn wer da ist, der mir hilft. Und deswegen bin ich der Meinung, es ist wichtig, wenn man beim Roten Kreuz ist und solche Vereine schätzt. Das Rote Kreuz ist eine weltumspannende Organisation, die was Hilfe von ehrenamtlichen Mitarbeitern einfach braucht. Jeder Mensch ist froh, wenn ihm wer hilft und ich selber mich hat auch in Hand, was man hilft, wann ich es brauche. Es sollten sich mehr Leute dazu entscheiden zu helfen, weil es einfach wichtig ist, dass wenn ein Unfall passiert, nicht so wie jetzt an manchen Orten, dass zum Beispiel 15 Leute vorbeifahren und erst der 16. oder sowas hilft, dass es einfach wichtig ist, dass sofort überall geholfen wird. Das Oberösterreichische Rote Kreuz blickt in puncto Freiwilligenzahlen bis dato auf eine positive Entwicklung zurück. Seit 1998 ist die Anzahl der freiwilligen Mitarbeiter um 50% gestiegen. Dennoch ist jeder, der helfen möchte, mehr als willkommen. Denn nur mit genügend Helfern wird es auch weiterhin möglich sein, jedem, der Hilfe benötigt, diese auch zu gewährleisten.